Herbstzeit ist Bockbierzeit und das kann man bald in der Riegele Almhütte erleben. Drei verschiedene Bockbiere stehen zur Verkostung. Also es ist die Bockbiersorte Speziator Hell, ein helles Doppelbockbier, dann dunkles Doppelbockbier und dann eine Rarität, ein Weizendoppelbock. Zu saftigem Entenbraten schmeckt das Bockbier dann gleich doppelt gut und die Aromen können sich so gut entfalten. Ja, das Besondere am Bockbier ist eigentlich, dass es zu einer Jahreszeit, so einer passenden Jahreszeit gibt. Passt ja nicht unbedingt im Sommer, wenn es heiß ist, sondern eher in den Winter. Und da tragen natürlich die Aromen, der Körper und die Stärke des Bieres dazu bei. Außerdem gibt's Musik und Bierstacheln bei der Bockbierverkostung am 11. Oktober und 16. November in der Almhütte. Oder wie wär's mit einer Brauereiführung spezial? Also wir gucken uns zum Beispiel am Malzboden gleich der ersten Station verschiedene Malze an und ich kläre den Gästen, was an diesen Malzen besonders ist, warum das besonders ist, woher das Getreide für diese Malze kommt und wie wir sie verwenden. Es sind intensive Einblicke in das Brauverfahren bei Riegele und? Am Ende gibt es natürlich ein Bier und es gibt zu dem Bier auch noch die Möglichkeit nachzufragen. Das heißt, sowohl die Qualität zu testen, als auch nochmal nachzufragen, was war denn jetzt nicht so klar oder was möchte ich nur ganz gerne wissen. Karten für alle Veranstaltungen gibt's im Riegele Bierladen.